Er war einer der 10 Männer, denen das Paradies versprochen wurde. In den Anfängen des Islam wurde er durch Abu Bakr radiallahu anhu Muslim, noch bevor der Prophet in Darul Arqam die Sahaba unterrichtete. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hielt seine rechte Hand und sagte: Jede Umma hat einen Vertrauenswürdigen, und der Vertrauenswürdige meiner Umma ist Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ernannte ihn zum Befehlshaber der Armee, zu der auch Umar und Abu Bakr gehörten. Er stand dem Propheten alaihi salatu wasallam bei Badr, Uhud und den anderen großen Kämpfen zur Seite. Als Abu Ubaidah dem Gesandten den Treueeid leistete und sich sein Leben nur noch um den Islam drehte, wusste er genau, was dieses Versprechen bedeuten würde. Umar radiallahu an wollte das Haus von Abu Ubaidah sehen, aber er weigerte sich. Ja, Amirul Mu'minin, warum willst du mein Haus sehen? Das Einzige, was passieren wird, wenn du mein Haus siehst, sind am Ende deine Tränen, die du wegwischen wirst. Aber Umar bestand darauf und wollte es trotzdem sehen. Als Umar radiallahu an in das Haus von Abu Ubaidah eintrat, sah er nichts außer einem Schwert, einem Speer, Pfeil und Bogen. Umar radiallahu an bekam Hunger und Abu Ubaidah brachte ihm ein Stück trockenes Brot und Wasser. Umar radiallahu an war geschockt und dann sagte er: Ich schwöre bei Allah, die Dunya hat uns alle verändert, außer dich, ja Abu Ubaidah. Er verzichtete auf die Dunya und lebte sehr bescheiden, aus Sorge, dass die Dunya ihn einholen würde. Voll und ganz widmete er sich Allah subhanahu wa ta'ala zu. Umar ibn al-Khattab radiallahu an lag im Sterbebett und sagte über ihn: Wenn Abu Ubaidah ibn al-Jarrah noch am Leben wäre, hätte ich ihm das Kalifat anvertraut. Und wenn Allah mich nach ihm fragen würde, würde ich sagen, dass ich das Kalifat dem Vertrauenswürdigen Abu Ubaidah ibn al-Jarrah anvertraut habe. Eines der schlimmsten Erfahrungen, die er machen musste, war in der Schlacht von Badr. Abu Ubaidah war der Anführer der muslimischen Streitkräfte, kämpfte mit Mut und als jemand, der überhaupt keine Angst vor dem Tod hat. Die Kämpfer der Quraysh waren äußerst vorsichtig und vermieden es, ihm gegenüberzustehen. Doch da war ein Mann, er verfolgte Abu Ubaidah, wo er auch immer er sich hinwandte. Abu Ubaidah versuchte sein Bestes, ihm aus dem Weg zu gehen und eine Begegnung mit ihm zu vermeiden. Der Mann stürzte sich in einen Zweikampf und Abu Ubaidah versuchte verzweifelt, ihm auszuweichen. Schließlich gelang es dem Mann, Abu Ubaidah den Weg zu versperren und als Barriere zwischen ihm und den Quraysh zu stehen. Sie standen sich jetzt gegenüber und Abu Ubaidah konnte sich nicht länger zurückhalten. Er versetzte dem Mann einen Schlag auf den Kopf und der Mann fiel zu Boden und starb. Wisst ihr, wer dieser Mann war? Dieser Mann war Abdullah ibn al-Jarrah, der Vater von Abu Ubaidah. Natürlich hat er versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Aber als es um Haqq und Batil ging, war die Wahl klar. Auch wenn es nicht immer einfach war, wie in seinem Fall, galt die Loyalität immer Allah und seinem Gesandten. Völlig egal, was die Gesellschaft davon hielt, was Familie und Freunde dazu sagen würden, wichtiger war für ihn, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala dazu. In Bezug auf dieses Ereignis offenbarte Allah azza wa jal folgende Ayah: Du wirst kein Volk finden, das an Allah und an den jüngsten Tag glaubt und dabei diejenigen liebt, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen, selbst wenn es ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Verwandten. Das sind diejenigen, in deren Herzen Allah den Glauben eingeschrieben hat und die er mit einem Sieg von ihm gestärkt hat. Er wird sie in Gärten führen, durch die Bäche fließen. Darin werden sie auf ewig weinen. Allah ist wohl zufrieden mit ihnen und sie sind wohl zufrieden mit ihm. Sie sind die Partei Allahs. Wahrlich, die Partei Allahs ist die erfolgreiche. Als Abu Ubaidah in Syrien war, führte er die muslimischen Streitkräfte von einem Sieg zum anderen, bis ganz Syrien unter muslimischer Kontrolle war. Der Euphrat lag zu seiner Rechten und Kleinasien zu seiner Linken. In Syrien verbreitete sich eine unglaubliche Pest, wie sie die Menschen noch nie zuvor erlebt hatten. Umar radiallahu anh sandte einen Boten zu Abu Ubaidah mit einem Brief: Wenn mein Brief dich nachts erreicht, befehle ich dir noch vor Tagesanbruch das Land zu verlassen. Wenn mein Brief dich tagsüber erreicht, befehle ich dir noch vor Sonnenuntergang das Land zu verlassen und zu mir zu eilen. Als Abu Ubaidah Umars Brief erhielt, sagte er: Ich weiß, warum der Amir al-Mu'minin mich braucht. Er möchte das Überleben von jemandem sichern, der jedoch nicht ewig lebend ist. Also schrieb er an Umar: Ich weiß, dass du mich brauchst.
aber ich bin der Anführer einer muslimischen Armee. Ich kann mich nicht retten, während ich die anderen alleine lasse. Solange Allah es nicht will, werde ich mich nicht von ihnen trennen. Wenn dieser Brief dich erreicht, entbinde mich von deinem Befehl und erlaube mir, hier weiterzumachen. Als Omar radiallahu anhu diesen Brief las, füllten sich seine Augen mit Tränen. Und die, die bei ihm waren, fragten: Ist Abu Ubaida gestorben, ja Amir al-Mu'minin? Nein, sagte er, aber der Tod hat sich ihm genähert. Und Omars Antwort war nicht falsch. Es dauerte nicht lange, bis Abu Ubaida von der Pest heimgesucht wurde. Als der Tod über ihn hereinbrach, sprach er zu seiner Armee: Lasst mich euch einen Rat geben, der euch veranlasst, immer auf dem Weg der Güte zu sein. Verrichtet das Gebet, fastet im Monat Ramadan, entrichtet die Zakat, führt die Hajj und Umrah durch, bleibt eine Einheit und unterstützt euch gegenseitig. Seid euren Befehlshabern gegenüber aufrichtig und verheimlicht ihnen nichts. Lasst euch nicht von der Dunya zerstören. Selbst wenn der Mensch 1000 Jahre leben würde, würde er in diesem Zustand enden, in dem ihr mich seht. Abu Ubaida radiallahu anhu wandte sich dann an Mu'adh ibn Jabal und sagte: Ja Mu'adh, verrichte das Gebet mit der Ummah. Dann verließ seine Seele seinen Körper und Mu'adh stand auf und sagte: O ihr Menschen, wir werden vom Tod eines Mannes geplagt. Bei Allah, ich weiß nicht, ob ich einen Mann gesehen habe, der ein gerechteres Herz hatte, der von allen Schlechtigkeiten so weit entfernt war und den Menschen gegenüber aufrichtiger war als er. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, ihn mit seiner Barmherzigkeit zu überschütten und ihm gnädig zu sein. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu erhielt die traurige Nachricht von Abu Ubaidas Tod. Er versuchte sich zu beherrschen, aber seine Trauer konnte er kaum zurückhalten. Ihm liefen die Tränen über die Wangen. Er bat Allah, seinem Bruder Barmherzigkeit zu erweisen. Und er erinnerte sich und sagte: Wenn ich mir was wünschen würde, würde ich mir ein Haus voller Männer wünschen, wie Abu Ubaida. Ja, in der Tat. Auch wir wünschen uns einen Führer, der die Umma liebt und von der Umma geliebt wird, der seine Verantwortung als Führer über die muslimische Armee verstanden hat, sich von der Dunya nicht verblenden lässt und seinen Worten auch Handlungen folgen lässt. Wie eine Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu anhu.